herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Luigi's Mansion. Gestern hatten wir so einen ersten Part und da haben wir von dem Typen den Auftrag bekommen. Hier sehen wir es nochmal, ihm zu helfen und im hinteren Raum den Game Boy Color suchen. Schauen wir da erstmal hin und schauen, ob wir den Game Boy Color für ihn tatsächlich finden. Mein hinterer Raum ist, glaube ich, nicht oben, sondern hinterer Raum ist eher hier drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oh, da ist doch ein hinterer Raum, das ist ja hochgruselig. Und wo sind wir jetzt hier? Hui. Was ist das? Das ist ja mal interessant. Schütteln wir einfach mal ein bisschen rum. Schütteln wir hier einfach mal ein bisschen rum. Das ist nur ein ganz normaler alter Rahmen. Okay, gut. Ja, dann passt das ja. Nee, jetzt habe ich jetzt noch nichts. Vielleicht ist er hier. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, wo sich das Ding befindet. Hier ist es doch, oder? Das Teil von Game Boy Horror. Kommt euch die irgendwie bekannt vor? Wir bringen es mal zurück zum Professor. Weil dann wird er uns einiges Cooles vermutlich darüber sagen können. Bin mal gespannt, was der Professor uns dazu sagen wird. So, hier. Das Teil. Ja, das ist genau das Teil, nachdem ich es gesucht hatte. Lass es mich kurz anbringen. Prima, der Game Boy Horror verfügt nun über die Funktion untersuchen. Danke für den Aufwand, den du betrieben hast, Luigi. Probier das Untersuchen mal in der Galerie aus, drücke einfach Y. Okay. Probieren wir es mal. Das Ganze sieht nämlich so aus. Hat man hier jetzt einen schönen Gameboy, der ein bisschen ramponiert schon irgendwie aussieht. Und damit kann man es hier so umschauen und Sachen. Untersuchen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, Schlaukopf. Hast du den Dreh mittlerweile raus? Das ist ja durchaus interessant, was man hier alles sehen kann. Ein Generator. Es fragt mich, ob der den ganz alleine gebaut hat. Also, interessant, was das ist, was alles kann. Es halt irgendwie das im unteren Bildschirm, wenn da jetzt was hier wirklich 100% lebenswichtig ist. Hast du deinen Hunger nach Kunstworte gestillt, du Luigi? Damit sie weiß, zurück zum Labor. Wo bin ich? Die anderen Türen. Was denn Game Horror? Bla 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 blub. Ganz einfach gesagt, zurück im Labor, weil es da, glaube ich, weitergeht. Wo soll's hingehen, Luigi? Uha! Was um alles in der Welt geht hier vor? Nicht die Verbindung steht. Was guckst du so überrascht aus der Wäsche? Weil du so Exemplare von mir siehst? Ja, Professor, es geht der Zukunft. Ich möchte, dass ihr etwas für mich erledigt. Ich rufe dich aus der Zukunft. Hey Luigi, jetzt guck nicht so verdallert. Okay, was im Henker war hier gerade los? Beziehungsweise, was ist das? Darf ich aus diesem grünen Doppelgänger vorstellen? Ich weiß nicht, der Part heißt wie der Doppelgänger aus der Zukunft. Ja,
Er ist dir sehr ähnlich. Er bedient den Schreckwerk so gesagt wie du. Nur wenn ich ehrlich bin, müsste man ihn noch ein bisschen testen. Das ist der Grund dieser Unterhaltung. Aha. Ich möchte, dass Fluizi, beste Name der Welt, kann man es nicht lesen, konnte ihm vielleicht bei einem Test helfen. Wie wär's, wenn du Fluizi mit auf Erkundungstour nimmst? Gib gut auf Fluizi 8, er brennt und schmelzt sehr leicht. Ja, das ist ja nicht gut, ne? Wenn er besiegt ist, kann er zu neuen Leben erwachen, so oft er will. Gib schön auf Fluizi 8. Ja gut. Läuft bei denen, ne? Mein zukünftiges Ace meldet sich, das kommt sehr überraschend. Diese Erfindung ist beeindruckend, aber es hätte von meinem zukünftigen Ace auch nicht weniger erwartet. Was den Wunsch von Elgit der Zukunft betrifft, den müssen wir erfüllen. Fluizi, mein Junge, weil du die Villa gemeinsam mit Fluizi erkunden müsstest, wähle im Labor einfach die Option Teamspiel aus. Wo soll's hingehen? Okay, mit Wahl zwischen den Trainingsraum. Was wissen? Weil wir in der Schule Scheiße machen und hier aus der Klasse rausgeschmissen werden, kommen wir in so einen Trainingsraum, wo wir irgendwie Scheiße schreiben müssen. Ich find's einfach köstlich, dass es genau so heißt. Zur Galerie speisern. Wir tun uns definitiv nochmal speisern. Einfach um das Gesinnt mal abzuspeisern. Amiibo, Teamspiel. Teamspiel ist dann das, wo man das mit Noichi anschaut. Und was ist die Villa eigentlich? Ich glaube, ich hätte es erst auf Teamspiel gehen sollen, oder? Wo steckst du nun, Mario? Was, Luigi, was bist du? Du bist das Luigi. Du hast es doch gesauft. Ist im froten Himmel sei Dank. Warum ich hier bin? Prinzessin Peach hat bat mich, hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich hierher ankam, wimmelte er den ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und es wusste gar nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich flehe dich an. Du musst Mario helfen, zu finden. Du machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im 6-6 springen. Überlass das mir, tschüss. Jo, dank, Luigi. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Ich wünschte, ich konnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Okay, erstmal speisern. Du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Ah ja, interessant. Generell gilt, das Ding speichert irgendwie automatisch, ne? Das ist sowas finde ich Tandeszell natürlich nicht so toll. Hier ist ja alles gruselig. Ich sollte mir Klaus mal wissen, was vom LP generell anschaut. Aber ich glaube, wir probieren jetzt trotzdem mal, nee, wir kommen aus dem Modus, glaube ich, nicht raus. Das ist alles noch sehr kurios hier. Ich glaube, wir waren oben, ne? Irgendwie so war es doch. Oben hatten wir sogar so einen Schlüssel zum Auswählen der Tür, glaube ich. Okay, da geht's mal nicht weiter. Da gibt's einmal jetzt erstmal so Münzen zum Einsammeln.
glaube, ich hätte die Villa erstmal vermutlich erkunden sollen. Egal, mach es auf eigene Faust. Beziehungsweise ich einfach theoretisch erstmal zum Professor zurückgehen kann. Wieso wird man Wasser, mehr Münzen, was hat man weniger Münzen? Das ist sehr komisch. So. Nun, mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. Ah. Also bei diesem Tod kann man speisern. Das ist immer gut zu wissen. Okay, da ist mal nichts drin. Es ist ja immer höchst interessant, ne? Zu sehen, was hier eigentlich alles gibt. Sollen wir doch nochmal hier rein? Ich muss erstmal durch das Menschen generell erstmal drauf einstellen, so. Weil ich bin das Game einfach noch null gewöhnt. Was habe ich mit dem Horror Gameboy und zieh ein bisschen um. Also sieht sehr gruselig hier aus, eigentlich gar keine Frage. Aber es kommt mir halt noch nirgendwo rein und so weiter. Irgendwas sagt mir, dass es doch nochmal mit dem Herr Professor pressen muss irgendwie. Um hier irgendwie logisch weiterzukommen. Weil die Türen sind alle noch zu. Vielleicht muss ich auch einen Schlüssel suchen. Man weiß nie. Das Ding hat mich umbringen können. Na sowas, mir fällt zum ersten Mal auf, wie hübsch diese rote Pünktchen an seinem Kopf sind. Ah, nein. Ich wollte jetzt gar nicht den Tod hier. Aber okay. Sehr interessant aus jeden Fall das Ganze. Sehr interessant aus jeden Fall das Ganze. Und wie es weitergeht, werden wir im nächsten Part von Luigi's Mansion herausfinden, dass das ist. Bis dahin zu Hause mal, wo es hier eigentlich sinnvoll weitergeht. Weil wir brauchen irgendwie Schlüssel. Boah. Also die Stelle runterfallen hier, das ist echt. Da kann man sich ganz und stark dran wehtun, ne? Also, Luigi's Mansion kommt generell ist immer so. In der Früh kommt zweimal am Tag. Einmal kommt das Ganze immer einmal kommt es immer so um 11 und das andere Mal ist um am Nachmittag, weil ich will zwei Parte am Tag bringen. So, und ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Soweit, macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. And so...